Wir schicken Sie in einen wohlverdienten Urlaub auf ein abgelegenes Inselparadies. Dort finden Sie reichlich Ruhe und Entspannung. Und niemand wird Sie stören. Nicht einmal wir könnten Sie dort erreichen, selbst wenn wir es wollten. Die einzige Verbindung zur Außenwelt ist das Schiff, das einmal wöchentlich Urlauber und Nachschub vom Festland bringt. Ruhen Sie sich aus, Kate. Sie haben es sich verdient. Ja, wir haben es uns verdient und damit herzlich willkommen zurück zu No One Lives Forever. Heute die erste Zusatzmission, die es in der Game of the Year Edition gibt. Und wer die letzte Folge aufmerksam bis zum Schluss sich angeschaut hat, Dimitri Volkov ist noch am Leben, ne? Und der Kopf von Harm war dann in so einem Abspann noch zu sehen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also die Mission hier, die Zusatzmission, habe ich selber noch nicht gemacht. Da würde ich sagen, los geht's. Ziele, genießen Sie Ihren Urlaub. Ist doch mal ein schönes Ziel. Irgendwo im Südpazifik, 1. Oktober, 16 Uhr. Na, ist doch schön, ne? Das nenne ich Leben. Kein Harm, kein Unity und keine Aufträge. Nur Ruhe und Entspannung. Und keiner geht dir auf den Beutel. Bist ganz alleine hier. Eine Stunde später, Kates Zimmer. Missionsziel, Waffe zurückerlangen. Klaut der Affe die Waffe, ne? Na, was ist jetzt hier? Guck mal hier. Nee, ist natürlich alles zu, ne? Und hier, ist hier noch was? Das werden wir alles sehen. Ich weiß ja gar nicht, ob sie auch geheim... Okay, ich weiß ja auch gar nicht, ob es hier Geheimdienstgegenstände gibt. Ah, Feuerzeug. Okay, ich denke, das werden wir jetzt nicht brauchen. Badezimmer. Und, können wir duschen gehen? So. Sitzende Haare? Ja. Okay, dann würde ich sagen, können wir auch rausgehen. Oh, eine schöne Bar hier. Oh, ah, hier, guck, Geheimdienstgegenstände. Was haben wir denn? Warnung an alle Gäste. Die Affen bitte nicht füttern. Okay, nee, die nimmt die Pistole und schießen damit rum. Die müssen wir nicht füttern. So, was haben wir denn hier? Das erinnert mich ein bisschen an Marokko, ne? Da war doch auch am Anfang so ein Hotel hier. Ich rede schon richtig wie ein Geheimdienstler, ne? Kannst du dich damals noch erinnern an Marokko? Die Schießereien. So, was haben wir hier? Haben sie schön gemacht. Oh, hier sind keine Gäste weiter, ne? Wir sind die Inschen hier. Ach, da fegt einer. Das sieht mir doch aus wie auf der Baustelle hier, so ein Harm-Mitarbeiter. Na komm, mein Äffchen, gib mir die Pistole. Was haben wir denn hier? Es tut mir leid, Madame. Dort unten hat niemand Zutritt. Suchen Sie einen anderen Weg in den verbotenen Bereich. Ich könnte dich niederknibbeln. Aber ich glaube, da wäre das Spiel schnell vorbei. Ach, guck mal. Dieses Kleid dick? Was meinst du mit dick? Uff, ich esse hier einfach zu viel. Mein Kleid spannt schon überall. Also von hier aus wirkst du nicht so dick. Willst du sagen, dass ich von hinten fett aussehe? Das habe ich nicht gesagt. Nicht direkt, aber du hast es so gemeint. Wenn so eine Frage kommt... Es ist egal, was der Mann antwortet.
Es geht an der Latte. Lasst es. Ja. Du kannst nur verlieren, Junge. Wenn du... Das sind aber auch gemeine Fragen, ne? Wo bist du denn fett? Wir haben doch hier einen Zettel. Oh, Fische. Ich hoffe, sich da keine Piranhas drin. Nee, okay. Wartung, bitte sofort das Unterwassergitter in Teich Nummer 2 reparieren. Ah. Ach, hier unten. Da wird wohl dann jetzt... Da können wir dann wohl in den Bereich, ne? Aber ich wäre doch gerne nochmal hier hinergegangen. So eine Scheiße. Kommen wir da hier wieder raus irgendwo? Nee. Ist hier unten noch irgendwas? Also raus kommen wir nicht mehr, ne? Na dann los, komm. Bing, 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 bing. Kommt der Luftbord knapp. Gib Gas, hier ist doch... Los, 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 los. Schon wieder ein Affe? Diese Viecher sind wirklich eine Plage. Verschwinde, wenn ich dich kriege, kommst du in den Kochtopf. Ging's hier unten noch irgendwo anders weiter? Ne, hier hinten ist es mit... Da kommen wir nie wieder raus. So. Okay, kommen wir jetzt hier rein? Ah. Ne, das natürlich zu. Okay. Ah, da ist doch die Waffe. Harmkisten. Was geht hier vor? Los, schnell. Erstmal die Waffe nehmen hier. Erst schießen, dann schlagen Sie sich zur Rückseite der Anlage durch und entkommen Sie, ohne das Leben zu verlieren. Das wollen wir doch. Wollen wir doch hoffen, ne? Ja, latscht doch einer rum. Harmkisten, das ist doch wieder mal... So. Also mit Urlaub ist nicht, stelle ich fest. Trotzdem latscht hier einer rum. Okay. Eine andere Musik ist es. Wir könnten noch ein bisschen mehr Munition gebrauchen. Hier haben wir schon alles aufgebraucht, okay. Und hier? Ach, alte Kalender wieder. Sommer 68. So, liegt hier noch irgendwas Interessantes? Nee. Was war denn das jetzt? Ach, ein Dämpfer. Das ist gut. Zack. Und hier? Nichts. Okay. Dann geht's ja hier hinten im Lager. Zack, zack. Wie sie da gestanden haben, haben dumm geguckt. Okay, dann geht's hier oben weiter. Aber ne, es ist doch komisch. Wir machen Urlaub irgendwo im Pazifik. Ah, hier oben ist noch eine Kiste. Irgendwo im Pazifik. Und ausgerechnet da finden wir Harmkisten, ne? Okay, da ist zu. Da gehen wir mal hier oben lang, ne? Ich höre Schritte. Hier latscht doch wieder jener rum.
Bing, bing, bing. Hallo. Okay. Ah, okay. Jetzt kommen wir hier an die Kiste ran. So. Genau, hier war ja zu. Wie geht's jetzt weiter? Wir haben jetzt von hier unten sind wir gekommen. Was ist jetzt hier? Geht's hier noch weiter? Okay. Schauen wir uns erstmal hier an. Da. Oh. Zeig dich. Da war doch noch einer. Was hat denn die für Papier in der Hand? Dum, dum. Okay, Musik ist schon mal cool, ne? Was haben wir denn hier? Warnung an alle Gäste. Das sind aber ganz schön viele Warnungen, ne? Der Vorfall mit Mrs. Harrison am letzten Donnerstag hat verdeutlicht, dass die hiesige Affenpopulation extrem auf Fußbälle anspricht. Das Fußballspielen am Strand erfolgt demnach auf eigene Gefahr. Mit freundlichen Grüßen die Geschäftsleitung. Na, die wollen auch bloß spielen. Aha. Trotzdem behalten wir erstmal unsere Waffe, aber irgendwelche Gegenstände? Nee. Ah, da geht's dann raus. Okay. Was haben wir hier? Schutzweste braucht man nicht, aber gut zu wissen. Da hätten wir jetzt hier alles kontrolliert, ne? Da ging es doch noch in eine andere. Hier. Die haben alle die gleichen Schuhe an, ne? First Aid. Ja. Aufnahme von Bandagen. Aber habe ich die jetzt hier mit drin? Ich komm da nicht klar, wie das mit den Bandagen ist. Okay. Eine geheime Tür dahinter? Nee, sieht nicht so aus. Das haben sie richtig schön gemacht hier, mit dem Gezwitscher im Hintergrund. So, na, da wollen wir mal. Gleich mal ein bisschen in Deckung gehen. Man weiß ja nie, gell? Oh, ist das Fenster. No. Hey Murray, Pause ist vorbei, zurück an die Arbeit. Warum die Hektik? Wir müssen diese Ladung zur Anlage bringen. Und du sitzt hier den ganzen Nachmittag nur rum. Unsere Kohle ist 2 Wochen überfällig. Wenn ich ein bisschen Geld sehe, lege ich auch einen Zahn zu. Richtig. Der Chef meint, dass das nur ein vorübergehender Engpass ist. Und jetzt mach schon, ich schaff das nicht allein. Tja. Stehlen. Was war das? Stehlen Sie das Motorrad und suchen Sie den Eingang zur geheimen Anlage von Harm. Hast aber auch nicht mal im Urlaub deine Ruhe, ne?
So, ich glaube, die Lampe kann man ausmachen. Gut, wir nehmen mal andere Munition. So. So, hier noch irgendwas? Nee. Was ist denn hier so mal rausgekommen, ne? Okay. Oh, eine schöne Bäckerrolle. Das können sie, ne? Okay. Hier oben noch was drauf? Nee. Na los, weiter. Tun wir mal die Anlage infiltrieren. Das ist doch meine Stärke. Hier latscht doch einer rum. Okay. So, und tschüss. Also, Motorrad nehmen und erstmal lesen wir hier, was steht hier? Harm-Memo. An alle Mitarbeiter von Harm, der Zutritt zur anderen Seite der Insel ist absolut verboten. Diese Woche beginnen Dreharbeiten zu einer neuen Reality-Show. Oh, da war doch ein Schmetterling. Ist das ein Schmetterling hier? Nee. Doch. Nee, Blatt. Von Weitem sah es aus wie ein Schmetterling. Okay. Wo geht's hier hin? Ah. Sehr schön. Hier noch irgendwas? Nee. So, was haben wir denn hier? Wartung. Bitte an allen steilen Abhängen und Lavagruben Warnschilder aufstellen. Unsere Versicherung hat uns damit gedroht, den Vertrag zu kündigen, falls noch ein weiterer Gast ums Leben kommen sollte. Das ist schlecht fürs Geschäft. So, oh, mit dem Moped fahren. So, noch jemand? Okay. Halt. Andere Richtung, genau. Nehmen wir mal die Munition auf. Oh. Haben die eine Affenmaske auf oder was? Oh nee. Was ist denn jetzt? Komm, gib Gas. Was ist hier? Fallende Steine, okay. So, wo sollen denn jetzt hier Steine runterfallen? Ist das da überhaupt so gut, mit dem Motorrad durchzufahren, hä? Ist eigentlich ein schöner Platz für einen Hinterhalt, ne? Aha! Guck mal an. Drecklump. Es sind doch noch mehr. Da brauchen wir vielleicht das Motorrad gar nicht, oder?
Na, wir holen's mal, komm. Na komm, zeig dich. Kurz um, Leute. Warum haben denn die so Affenmasken auf? Damit die nicht auffallen oder was? Zur Tarnung? So, irgendwelche Geheimdienstgegenstände? Fragen über Fragen. Dann nehmen wir hier die hier. Okay. Wow, schön gesprungen. Ich gucke mal, wie es hier hinten aussieht. Ja, da brauchen wir wieder unsere Spezialwaffe hier. So, noch jemand? Ah. Okay. Auf verschlungenem Faden hier. Oh. Drecksack. Oh. Hey. Oh, hier wird bald ein Abgang gemacht hier. Okay, also hier kommen wir nicht weiter. Alles klar. So, wartet mal. Ich hol mal das Motorrad. Geht's denn da hin? Ist auch noch eine Höhle? So. Also. So, jetzt fahren wir nochmal hier nur noch. Okay. Wie kommen wir da jetzt? Bestimmt durch die Höhle, wartet mal. Das ist ja hier ein bisschen wie ein Irrkopf. Oh. Ist echt scheiße zu lenken. Mit Maus. Jetzt, so, jetzt sind wir hier. Okay, alles klar. Geheimdienstgegenstand, archäologische Pläne von Tempeln der Insel und deren Verbindung zum Vulkan. Aha. Okay. Also ist hier der Eingang nicht. Dann müssen
müssen wir wohl jetzt hier drüber. Da müssen wir ein bisschen die Zunge gerade in den Mund nehmen, gell? Oh. So. Aha. Noch jemand? Mal ein bisschen in Deckung gehen, ja? Ba, 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 ba. So, neue Knarre. Da ist doch nicht bloß alleine, ja. Mach du noch hier ein Körperfasching. Ich könnte mal ganz dringend irgendwie so eine Weste gebrauchen. Sehr schön. So, was haben wir denn hier Feines? Enthält eine Affenmaske. Na, die setzen wir jetzt nicht auf. Und wie kriegt man jetzt das hier? Okay. Alles klar. Sind da welche oben drauf? Ja. Haben wir eine weg? Ja. Ah. Ja, meine Lieben, da würde ich sagen, da machen wir erstmal einen Cut. Der Urlaub ist vorbei. Bleibt mir schön gesund, schaltet gern das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt No One Lives Forever. Bis dahin, ciao, ciao.